Wir möchten das Turnier mit einer positiven Sieg-Niederlage-Bilanz abschließen, sagte Skip Alexander Baumann, Schwenningen. Wie deutschen Frauen hatten sich auch deutschen Männer nicht für Olympischen Spiele in Pyeongchang qualifiziert. Top-Favoriten bei dem in einem neuen Modus ausgetragenen Turnier sind Titelverteidiger Kanada und der Olympiazweite Schweden. Insgesamt kämpfen 13 Teams um Medaillen, eins mehr als bei den vergangenen Auflagen. Erstmals qualifizieren sich zudem 6 Mannschaften für Playoffs. Die beiden besten Teams sind direkt für das Halbfinale gesetzt. Weiteren 4 Mannschaften spielen beiden verbleibenden Plätze im Semifinale untereinander aus. Punkt. 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 Es wird in den kommenden Tagen mit 12 Vorrundenspielen von allen Athleten viel abverlangt, sagte Baumann. Über eine solch lange Turnierdistanz ist es sehr schwierig, eine konstant gute Leistung abzurufen. Das wird einer der Schlüsselpunkte zum Erfolg sein. Die deutschen Curlerinnen hatten ihre WM in der vergangenen Woche auf dem vorletzten Platz beendet und damit ihr selbst gestecktes Ziel verpasst. Das Team um Skip Daniela Jentsch, Füssen, wollte mit Blick auf Sportförderung mindestens Platz 8 belegen. Letztlich reichte es nach 3 Siegen aus 12 Spielen nur zu Rang 12.